Was? Wir sind schon im nächsten Part? Wie schnell das geht. Wollte ich gerade die Verabschiedung machen und schon sind wir. Das ist die Verabschiedung noch mit reingeschmolzen im nächsten Part. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Naja. Dann würde ich mal sagen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Part. Miitopia mit dem Zwergenfürst. Sag, Zwergi, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo! Oh, lass ihn hören. Du willst ihn wirklich jetzt hören, oder was? Das ist Zwergisch und heißt Zwerg über euch. Ja, der typische Zwergruf, Schlachtruf. Oha, was haben wir denn hier? Apfelgelee mit verschiedenen Gesichtsteilen. Da haben wir ein Auge, da haben wir einen Mund, da haben wir noch ein Auge, eine Nase. Und was noch, das habe ich nicht gesehen, hat zu Ende geschwenkt. Blackie setzt Blitz ein. Und einen Mund haben wir da noch. Die eine Nase wurde besiegt. Oha, Zwergi ist fast Game Over. Das ist schlecht. Haben wir denn keinen Heiler im Team? Nee, scheinbar nicht. Müssen wir uns noch einen an Bord holen. Der nächste wird dann wohl ein Heiler, wie es aussieht. Das ist schlecht, dass wir keinen Heiler im Team haben. Und dann können wir den Zwerg einfach mal in die Ruhezone legen, dann kann er sich auch wieder heilen. Brauchen wir gar keinen HP-Steuer. Passt auch so. Holen wir ihn aber auch bald wieder zurück. Müßiggang gibt's hier nicht. Hier wird gekämpft, bis wir fertig sind. Na, tanzt wie wild. Blackie hat die zum Tanzen gebracht, okay. Was soll sie machen? Auf geht's, Sprunghieb. Naja, das war jetzt nicht nötig. Wir waren eh schon fast besiegt. Casa dai Menu. Ja! Geschafft. Greenie und Co. waren siegreich. Ganz doll gekämpft. Level up für Zwergi. Schützender Schild gelernt. Level up für Greenie. Mopsen gelernt. Was ist das bitte? Mopsen? Versucht dem Gegner Snacks zu stehlen. Klappt nicht immer. Ich habe natürlich an die Hunde gedacht. Beim Mopse habe ich natürlich bei Mopsen habe ich an die ich habe an die Hunde gedacht. Was ist denn mit euch los hier? Ist werdet erwachsen, Leute. Was ihr so denkt. Lust auf Schnick Schnack Schnuck. Okay. Ich mach's ja bald. Irgendwann. Ich finde den Action-Bus halt hier mal spannender für den Part als Schnick, Schnack, Schnuck. Schnibbeli, Schnabbeli, Schnupp. Und Glücksspiele. Und was sollen wir denn damit? Mit Glücksspielen. Kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18. Verträumt. Ah. Zwergi, du verträumte Figur dort. So, da haben wir wieder einen besiegt, wieder einer tot. Cumulus ist dran, er lässt es regnen. Scheint sich selbst geheilt zu haben. Was? HP-Banane gegessen.
Es wird immer unübersichtlicher, je mehr wir die im Team haben. Es wird massiv unübersichtlich. Sehen, weil es ist ein bisschen neue Technik. Schützender Schild. Es geht auch ein bisschen schnell. Ha! Okay, naja, Schutz war das jetzt nicht wirklich, aber was soll's? Wir haben es mal ausprobiert. Feuer! Au! Vielleicht den Bossgegner besiegt. Angriff! Zack! So, gerettet 56. Huha! Ein kinderisches Spiel. Und dann mal weiter. Banshee-Tränen bekommen. Sind wir bald hier mal raus aus dieser Höhle hier, aus dieser gruseligen, dunklen Höhle. Sie hat... Oh, Blackie findet was? Nein, Greenie findet was. Blackie ist dran vorbeigegangen. Augenblick mal, eine HP-Banane. Und HP. Ich sag gerne HP. Ein Gasthaus gefunden. Du hast 10 unterschiedliche Arten von Monstern auf Miitopia besiegt. Gefunden nicht. 10 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Hier gibt es jetzt Medaillen und Auszeichnungen. Du hast Level 5 mit der Klasse Krieger erreicht. Das hört ja hier nicht mehr auf. Du hast Level 5 mit der Klasse Magier erreicht. Du hast Level 5 mit der Klasse Dieb erreicht. Holla. So viele Auszeichnungen. Du hast Level 5 mit der Klasse Popstar erreicht. Ja, ist ja auch mal gut. Du hast 50 Leute gerettet. Hier gibt noch eine Medaille dafür. Die Macht des Horst. HP-Steuer vergrößert. Du kannst statt 20 satte 25 HP verstreuen. Ho, ho, ho. Die Dankbarkeit der Gerechten, Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bist die Hoffnung. Zurück nach Miitopia. Und nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 100 Leute rettet hast. Also hau rein. Hau, 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 hau. Na dann. Geht's mal weiter. Aus der Höhle. Schlossebene. Schlossblickebene. Werden wir dort auf Marmeladenomas Gesicht treffen. Ich bin sowas von bereit. Ich auch. Wirklich. Wenn wir dieses Gesicht finden, haben wir alle beisammen. Das ist echt kein Zuckerschlecken. Hoffentlich macht uns das letzte keine Probleme. Und was, wenn es an einem unfassbaren, fiesen Megamonster klebt? Musst du das jetzt unbedingt sagen? Dem hin. Auf geht's in den Kampf. Wir werden sehen. Ist der dunkle Fürst. Der erwartet uns schon. Muahahaha. Wiedersehen macht Freude. Nicht schon wieder. Welch erbärmliches Bild ihr abgebt, da muss ich gar nicht selbst eingreifen. Ich schicke einen Vertreter ins Gefecht, der wird euch problemlos erledigen. Oha. Ojemine. Das da hinten müsste wohl Schloss Anfangs sein, oder? Die Faulenzer von König wird... Der Faulenzer von König wird sich noch ganz schön wundern. Ich habe eine grandiose Überraschung für ihn. Na denn. Kampf gegen Marmeladen-Oma-Geist. Na toll, will man gegen den überhaupt noch kämpfen? Gegen einen Geist, der wie Marmeladenoma aussieht. Ein Pipermann gestohlen. Was? Er wird zum Dieb. Naja, er ist schon ein Dieb. Stimmt. Stur. Und dieser ist stur. Naja, was soll's. Ha! So. Blick in zweites dran. Zugabe. Okay. Blackie setzt Blitz ein, erneut. Na denn, ist bald nur noch Marmeladenumgeist da. Zwei sind noch da von den Schlangen-GDs. Marmeladenoma sticht ordentlich zu. Sprunghieb auf. Wen habe ich das jetzt eingesetzt? Hoffentlich auf Marmeladenumgeist. Nö, natürlich nicht. Wäre ja schwachsinnig.
HP-Banane. Und warum denn auf den stärksten einsetzen? Die stärkste Attacke. Bringt ja nichts. Wäre ja zu leicht. Haben wir ein HP-Steuer? Ja, haben wir. So, dann kann ich wieder einsetzen. Und was macht sie? Sie besiegt Blackie fast. Ich versuche es mit Sprunghieb. Auf geht's. Attacke, 12 Punkte. Das war heftig. Zack, meins. Klaut eine HP-Banane. Ach, vom Gegner. Das ist natürlich gut. Ha! 3. So viele HP hat der Gegner noch. Was? Zwergi, ruht sich mal kurz aus. Ich brauche dich, Zwergi. Nicht abhauen. Ich belebe dich. Auf in den Kampf. Das schaffen wir doch. Das kriegen wir hin. Okay. Haut mich wieder kaputt. Das ist unmöglich hier, wie die kämpft. Die Marmeladen-Oma-Geist. Die Marmeladen-Oma-Geist. Genau richtig, Zwergi. Du schaffst das, Zwergi. Ja, Gini. Muntert mich auf. Das ist doch mal gut. Pi-Punkte wieder belebt. Sprunghieb. Los. Du schaffst das, Zwergi. Attacke. Wir haben nicht genug HP-Bananen. Njam. Da klaut sich noch einer. Blackie ist dran. Sie mampft MP-Bonbons. Okay, ich muss angreifen. Ich habe keine MP mehr. Irgendwann muss sie doch mal besiegt sein. Der Marmeladen-Oma-Geist. Nein! Was passiert? Und Winnie klaut weiter HP-Bananen. Ist aber gut, dann hält er sich zumindest selbst. Los, ihr schafft das! Ihr schafft das. Nein, Blackie. Greenie muss da alleine aushalten. Zwergi, ich räche mich. Okay, Bonbon. Na los, mach's alle. Mach alle, mach alle, mach alle. Nein, 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 nein. Was soll denn das? Ach, verflixt. Zwergi und Co. wurde besiegt. Danke, Gegner. Ich kann es nicht fassen. Aber wir haben hier mal eine neue Rüstung. Mal ein bisschen hier. Verteidigung. Hier mal. Gut. Es war knapp. Geh jetzt, Marmeladen, Oma Geist. Den kriegen wir gebacken. Strengt euch an, Team. Mein Team. Streng dich an. Team Farbpalette. So, auf geht's. Sprunghieb. Nein, 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 nein. Was machst du denn, Zwergi? Auf diese Nase dort einsetzen. Es ist dann schon mal fast ein Todesurteil hier. Mal vernünftig steuern hier. Dann mal hier wieder ein MP-Steuer. Verschenkt. Den bräuchten wir später. Was willst du machen? Sprunghieb! Nein, was denn? Ich bin auch blöd. Ich habe einfach mal auf automatischer Kampf gestellt. Das ist, glaube ich, das Beste hier, wenn ich da nicht wieder Scheiße baue hier im Kampf gegen Marmeladenoma Geist. Marmeladenoma Geist natürlich. Und der Gini muss sich ausruhen. Das sieht schlecht aus für unser Team.
Jetzt habe ich wieder den HP-Steuer verschenkt. Den mal aus der Ruhezone rausgeholt. Decki ist dran. Ich steuere halt meinen eigenen Charakter jetzt nicht mehr, deshalb habe ich auf automatischen Kampf gestellt. Kann ich mich auf die Ruhezone konzentrieren. Und sie in die Ruhezone. Auwei. Das ist ein harter Kampf. Ein zäher Kampf. Wir müssen es trotzdem hinkriegen. Los! Ihr kriegt das gebacken. Los! So schwer kann das doch nicht sein. Wir werden nicht weichen. Genau richtig. Wir werden sie besiegen. Irgendwann. Sie den Geist. Und so, Blackie wieder rein in den Kampf. Und wieder raus. Geht alles. Ja, Zwergi ist auch am Boden, aber was soll es? Ich kann nur einen in die Ruhezone stecken. Haltet aus. Haltet aus. Ich manage das hier von hinten. Zwergi hat mich in die Ruhezone. Und schön angreifen, Team. So, weitermachen. Oha, Blackie ist schon am Boden. Erwache zum Leben mit dem Lebensstreuer. So, irgendwann muss das doch geschafft sein. Die normalen Angriffe sind schwach, aber... Los! Irgendwann kriegen wir das auch gebacken. Los! Los, los, los! Na los, na los! Nein, die Ruhezone braucht noch keiner. Weiter kämpfen! Attacke! Feuer! Blackie ist hier irgendwie die Stärkste. Mit ihrem Feuer. Das bringt ja, glaube ich, am meisten. Oha! Da hat jemand die Ruhezone wieder möglich, nötig. Nicht möglich, sondern nötig. Achtet auf die Deckung. Ja, dort wieder eine HP-Banane. Das ist auch ein ganz kluger, kluger Zug. Was besiegt? Nice! Vielen Dank. Gerettet. Endlich. Mal den automatischen Modus einschalten. Dann kann man sich auf die wichtigen Sachen wie Streuer und Ruhezonen konzentrieren. Bonus ERF. Wer kriegt das? Das kriegt Enemene Miste, was rappelt in der Kiste, Enemene Mu und raus bist du. Du kriegst's. Hurra! Teufelstörtchen bekommen. Von Marmeladen-Oma-Geist. Ein Kuchen gebacken. Gasthaus gefunden. Hier, wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Bin gleich wieder da. Oh wei. Tada! Nein! Nein! Was zum... Man erkennt dich kaum wieder. Tatsache, hat sich die Haare geschnitten. Oh nein. Oh nein, was hast du gemacht, Lisa? Ne Warnen. Wieder normal. Auf geht's. Auch der Marmeladen-Oma ihr Gesicht zurück, damit sie wieder Streams machen kann. Damit sie wieder streamen kann. Ihre frechen Früchtchen, oder wie hießen die? Ja, freche Früchtchen. Hab den Stream leider lange nicht mehr geguckt. Ist jetzt auf Twitch und ich komme vielleicht auf Twitch. Das ist ein bisschen umständlich für mich. Ich habe mein Lächeln wieder. Ich könnte
Ich könnte vor Freude jauchzen. Abenteurer, du hast so viel für uns getan. Deshalb möchte ich mich hiermit erkenntlich zeigen. Stachelentopf. Juhu, du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Na denn, alles wieder hell hier. Das ist doch super. Mit dem Bürgermeister sprechen. Bürgermeister Zwergi. Abenteurer, meine Augen sehen Erfreuliches. Die Lage in der Stadt hat sich normalisiert. Das sind wirklich ganz hervorragende Neuigkeiten. Das heißt, nun ist wieder alles in Ordnung? Naja, der dunkle Fürst, der ist zum Schloss aufgebrochen. Was? Das ist aber sehr schlecht. Wir sind erledigt. Oh je, Bene. Abenteurer, könntest du wohl die Verfolgung des dunklen Fürsten aufnehmen? Aber sowas von, dafür bin ich hier. Dafür mache ich dieses Let's Play. Dafür will ich Miitopia retten. Brief des Bürgermeisters erhalten. Hier, das wirst du brauchen, um ins Schloss zu kommen. Aber sei froh, sei äußerst vorsichtig, verstanden? Wieder bei Zombie, dem Wächter, dem treuen Soldat. Und er sagte uns, dass es weitergeht in der Vollversion. Ja, so war das zumindest in der Demo-Version. Hier geht es zum Schloss anfangs. Bedauere aber nur... Oh, du hast einen Brief vom Bürgermeister. Entschuldige, du darfst natürlich passieren.